Ich bin wieder da mit einem weiteren neuen Kawaza-Video. Heutiges Thema Tonfa oder halbes Schwert genannt. Ich zeige euch die Basic-Übungen oder einer der Basic-Übungen, die man damit machen kann, aus drei verschiedenen Konstellationen. Wir machen da die sogenannte Abdeckung, einen Schlag, der von außen zum Kopf geht. Und da werde ich euch ein paar Methoden zeigen, wie man mit dem Tonfa hier arbeiten kann. Auch wieder wichtig, es gibt hier auch Attrappentonfas, die gepolstert sind. Man kann die Übung auch, wie gesagt, als Tonübung vorher machen und dann das Ganze im Partner mit Protektoren und Schutzausrüstung. Wichtig ist, bevor wir mit dem Video quasi oder mit den Übungen losstarten, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann könnt ihr auf die neuesten weiteren Videos immer zugreifen oder wieder informiert sein. Und ja, in den Kommentarbereich könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen und eventuell für Neuigkeiten oder wenn ihr was Neues oder was anderes sehen wollt, hier mir darüber berichten. Ihr habt auch auf den Social Media Seiten meine Social Media Plattformen wie Facebook, TikTok oder Instagram und da könnt ihr mir auch, wie gesagt, folgen und eventuell euch die Neuigkeiten anschauen. So, wir starten wieder heute mit meinem Assistenten, Serap Kocak. Und bevor wir mit dem Ganzen beginnen, würde ich euch mal das Ganze so zeigen, als Trockenübung, welche Übungen das sind und was wir da genau machen mit dem Tonfa. Das heißt, in erster Linie geht es darum, einen Schlag abzuwehren und dann folgend mit verschiedenen Konstellationen, also mit dem Tonfa, verschiedenes abzugreifen. Man kann hier den oberen Griff benutzen, das eignet sich besonders gut für so Schwungangriffe. Man kann die Waffe hier greifen, dann ist es eher mehr ein Stock. Oder man kann die Waffe hier unten greifen, dann ist es mehr eine Axt. Das heißt, ich werde das Ganze so demonstrieren nach einer Abwehr, wie ich dann hier quasi den Angriff dann weiter quasi einleite. So, wir stehen uns in die Position. Wichtig ist, immer langsam beginnen, immer vorsichtig. Hier würde ich auch einen Partner wählen oder jemanden übernehmen, der das gerne machen möchte. Ja, Übung, immer vorsichtig. Ich stelle uns in die Position, Arme nach oben, etwas leicht breiter Stand. Schlag kommt, wir blocken den Schlag. Schifte, schwingen einmal durch, schwingen retour und gehen wieder in die Position retour. Dann nochmal, der Block, rüberblocken, Schwung durch, retour und dann könnt ihr spielen. Macht nicht das Schließen sofort, sondern lasst euch dabei Zeit. Und nicht der Arm, wenn der Angriff ist, nochmal, müsst ihr durchziehen und wiederum durchziehen. Das heißt, ich schließe erst dann ganz zum Schluss, wenn ich die Übung fertig habe. Das Flüssige. So, kommen wir zum Weiteren. Wie kann man noch angreifen? Indem man 1 umdreht, Griff und dann wieder in die Position. Also öffnen, umgreifen, Schlag, Schlag und dann hat man das Ganze wieder geschlossen. Angriff, 1 öffnen, Schlag, Schlag und wieder schließen. Die weitere Methode ist, umgreifen, 1 und 2.
So. Das war's schon mit der Erklärung. Das sind jetzt nur Basisübungen. Wir haben jetzt absichtlich zu schnell gemacht, damit das Ganze auch nachvollziehbar ist. Und natürlich auch Platz gegeben ist es hier. Wir müssten uns eigentlich viel mehr rausbewegen, was aber hier nicht möglich ist, sonst sind wir aus dem Bild raus. Und ja, so kann man dabei in engeren Bereichen trainieren. Wenn wir das vorsichtig machen, würde ich sowieso auch zum Langsam machen. Deswegen auch die Übung langsam und halt mit weniger Risiko. Wir haben Video am Anfang erwähnt. Abonniert den Kanal und ja, lasst den Gefällt mir, Daumen nach oben, kommentiert, schaut jetzt die Glocke ein und auf den verschiedenen Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok bin ich auch unterwegs. Da könnt ihr gerne auch mir folgen und auch mir dort schreiben, falls ihr irgendwelche Neuigkeiten oder neue Sachen sehen wollt oder Ideen habt, gerne. Aber wie gesagt, das war's mit dem ganzen Video und ja, bis zum nächsten Videotag und macht das gut, peace, bis zum nächsten Mal.